Oh man, oh man, oh man. Ich verstehe das nicht, dass wir so sehr darauf getrimmt werden, immer nur alles in Competition zu sehen. Wir werden so sehr von außen beeinflusst, dass immer gesagt wird, ja, es ist die Competition, du musst gegen die Competition gewinnen, du musst dich durchsetzen. Und das wird so pervertiert, dass wir dann anfangen zu sagen, nein, die einzige Competition, wenn wir so ein bisschen darüber hinauswachsen, die einzige Competition ist gegen uns selbst. You have to beat yourself every morning when you stand up. Ra, 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 ra. Und durch all die Scheiße, die ich in den letzten 2 Jahren gegangen bin, durch all den Mist, den ich erlebt habe, jeder von uns kennt das, jeder von uns geht durch beschissene Zeiten, durch Tiefs, durch emotionale Struggle, durch egal was, im Außen, im Innern. Und das, was ich dabei gemerkt habe, ist, dass die Zeiten, in denen es wirklich schlimm war, die Zeiten waren, in denen ich mir selber Vorwürfe gemacht habe, in denen ich hingegangen bin und gesagt habe, so, ah, Leon, du hättest mal besser dies, hättest mal besser das. Und mich verurteilt habe, Selbstverurteilung, so, was letztlich zu gar nichts führt. Und ich sehe das immer wieder auch bei Klienten, die mit sich zu kämpfen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sagen so, hey, ich krieg keinen Pack an in Bezug auf meine Schmerzen. Ich habe immer noch diese Probleme, mir geht's nicht gut. Und wenn ich mal genauer nachfrage, was sie genau meinen und wo genau ihr Problem liegt, dann ist es ganz, 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 ganz häufig einfach dieses, ja, ich komme mit mir selber nicht klar oder ich verstehe mich selber nicht oder ich verurteile mich. Und da kommt mir vor allem ein Gedanke, der mir geholfen hat, dann in der Zeit den Fokus auf das Wesentliche zu legen und wirklich bei mir anzukommen und nicht bei all diesen ganzen Dingen, die ich tun sollte, die ich tun müsste, die ich zu tun hätte. Diese ganzen Ratschläge, diese ganzen Advices von den ganzen Experten, die sagen, ja, du musst doch nur dich bewegen, du musst doch nur deinen Willen zeigen, du musst doch nur Willensstärke beweisen und so weiter. Und das klingt immer so plausibel und klar, doch dazwischen sind ganz viele Schritte, die ich bemerkt habe. Ich habe das Emotional Wellbeing Pyramide genannt und es fängt an mit der Verzweiflung und in der Mitte ist Wille, in der Mitte ist Willensstärke zu beweisen, aber dazwischen kommt noch erstmal Hoffnung zu schöpfen, Mut zu haben, den ersten Schritt zu machen. Das sind zwei unterschiedliche Schritte, das sind zwei unterschiedliche Energieformen, das sind zwei unterschiedliche Schritte, in denen du dich besser kennenlernst und den Fokus auf dich und auf dein Inneres richtest und nicht im Draußen bist, bei den To-Dos, bei den Sachen, die du zu tun hast, die du nur abhaken musst, die du einfach nur machen musst, wo du doch einfach nur die Gewohnheit entwickeln musst. Das funktioniert nicht, wenn du die ganze Zeit Schmerzen hast und sagst so, ey, ich fühle die ganze Zeit nur den Schmerz und ich nehme fast kaum noch was anderes wahr, dann zu sagen, ja, ich mache einfach diesen Mobility-Plan oder ich turne einfach diese Videos durch. Das Erste, was du verstehen musst, ist, dass es einen Weg daraus gibt, dass du Hoffnung schöpfst. Weil wenn der Samen dieser keimende Hoffnung anfängt zu wachsen, entsteht der Mut, den ersten Schritt zu machen. Und zwar machst du dann den ersten Schritt in einer... Ich kann es schon fast gar nicht beschreiben, weil es ein innerer Prozess ist, für den es fast keine Worte gibt. Aber du machst den Schritt nicht, weil dich von außen jemand motiviert oder weil du irgendwie auf einmal einen Adrenalin-Push bekommen hast, sondern weil du verstehst, warum es wichtig ist, diesen Schritt zu machen. Und zwar nicht nur hier verstehst, sondern dass das etwas ist, was du für dich tust und nicht für irgendwen anderes. Nicht, dass du irgendwie beweist, dass du das dann schaffst und deine Transformation geschafft hast und so weiter. Dieses ganze, dieser ganze Gedankenkram, in dem wir irgendwie denken. Wir denken immer nur noch in diesen Mustern, wie es am besten auf Social Media zu posten ist und gehen in Lokale, die das geilste Essen haben, damit wir ein scheiß Bild machen können von unserem Essen und uns ist fast schon egal, ob es gut schmeckt. So, natürlich gehen wir dann da nicht hin, wenn es nicht gut schmeckt, so ist schon klar, aber es geht mir um die Perspektive des Außen versus des Innen. Und entlang der Monate, in denen ich mit mir selbst wirklich gekämpft habe, habe ich irgendwann realisiert und gemerkt, wenn ich aufhöre, mit mir zu kämpfen,
fange ich an, mir selbst zu helfen und mich dabei zu unterstützen und ein Companion zu sein und nicht der Feind. Weswegen ich kein bisschen diese du musst dich selbst überwinden, Chaka-Chaka-Methoden oder sonstiges befürworten kann und auch immer mehr im Coaching davon abweiche, jemandem zu sagen, zieh einfach mal den Plan durch, weil es gibt Gründe, warum jemand den Plan nicht durchzieht. Es gibt Gründe, warum er sich nicht dazu bereit fühlt, warum er die Energie nicht hat, weil irgendwo läuft die Energie immer wieder aus. Das Wichtige ist, dass wir uns das nicht zu sehr bildlich vorstellen, weil sonst fangen wir dann an, uns das zu pathologisieren und fangen dann an, so in der Tiefe zu graben und immer weiter und immer weiter und immer weiter zu graben, um zu verstehen, wo denn jetzt die Energie rausfließt. Dann haben wir ein Thema gelöst und weil wir dann in diesem Prozess der Entwicklung sind, uns dann ja fast schon in diesem Entwicklungsprozess verlieren, weil wir denken, es gibt so viel, was ich uncovern muss und nicht auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, das Ganze dann aufzulösen, diese Themen. Denn ich glaube auch, und das habe ich auch für mich gemerkt, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem man bestimmte Dinge tut, an dem man den Keim der Hoffnung sprießen lässt, an dem der erste Schritt durch den Mut entsteht und dann die Willenskraft auf einmal kommt, weil man über den Mut versteht und merkt, dass man standfest ist in den einzelnen Schritten. Und aus dem Wille entwickelt sich das Vertrauen, aus dem Vertrauen entwickelt sich die Freude und aus der Freude letztendlich die Liebe, die wir dann zu den Dingen entwickeln. Weswegen es auch nicht funktioniert, zu sagen, du musst einfach nur tun, was du liebst. Du musst einfach nur deiner Passion folgen oder mach doch einfach, was du gut findest. Weil wenn wir in der Verzweiflung sind, dann haben wir kein Gefühl dafür und kein Gespür dafür und fangen an, die Dinge zu machen, bei denen wir assoziieren, dass wir Liebe empfinden, Zuneigung oder dass uns das ein gutes Gefühl gibt. Dabei ist das die Kehrseite der Medaille, welches letztendlich nichts anderes ist als die Pläsier, die Lust, das, was uns kurzfristig befriedigt, aber nicht nachhaltig erfüllt. Das so ein paar Gedanken zum Thema mach doch einfach und guck einfach darauf, dass du die Checklisten abarbeitest, halt den externen Fokus, denn ich habe gerade ein Training beendet, mache gerade wieder ein CrossFit angeleitetes Training von Matt Fraser, was ich jetzt wieder machen kann, wo ich jetzt die Energie schöpfe und jetzt bereit bin, das wieder zu machen, wieder über gewisse körperliche Grenzen hinauszugehen, aber das eben mit einer Einstellung, wie ich es gerade erläutert habe, dass ich das für mich mache und nicht um mir etwas zu beweisen oder um im Leaderboard irgendwo an der Spitze zu stehen, Top 1 zu stehen, weil was interessiert mich, was andere für Zeiten haben, die haben andere körperliche Voraussetzungen, die haben sowieso andere Voraussetzungen, die sind so, dass du kannst es nicht vergleichen und was im Leben dann immer wieder zählt, ist die Perspektive einzunehmen und zwar nicht die äußerliche, sondern, und den Punkt mache ich noch einmal, um es wirklich zu betonen, die innerliche Perspektive zu bewahren, weil nur dann man sich seinem eigenen Standpunkt klar wird, bewusst wird und spürt, was man dann wirklich braucht. Und manchmal braucht man die Pause, das Bett, den Schlaf, die Ruhe, um erholt, mit einem klaren Kopf, mit einem ruhigen Gemüt, über den einen nächsten Schritt nachzudenken, den man eventuell braucht. Und das kann die Hoffnung sein, das kann der Mut sein, den ersten Schritt zu machen, um dann zu überlegen, welche Ressourcen ich dafür brauche. Manchmal ist es ein Trainingsplan, manchmal ist es ein Coaching, manchmal ist es ein Gruppencoaching und manchmal sind es einfach nur YouTube-Videos, manchmal ist es aber auch ein offenes Gespräch mit den Liebsten, deinen wichtigsten Menschen in deinem Umkreis, ein ehrliches Wort, ein Wort, in dem du verletzlich bist oder klar machst, dass es dir nicht gut geht, indem du um Hilfe fragst, indem du dich öffnest, statt immer nur mit dir alleine die Dinge zu klären und zu denken, du schaffst das schon, weil Tony Robbins oder wer auch immer gesagt hat, du musst einfach nur jeden Morgen 5-mal in die Luft springen und in die Hände klatschen. So. All das ist okay und hat seine Berechtigung. Und dass ich das jetzt gerade gesagt habe, heißt nicht, dass ich das generell falsch finde, sondern es sollte seinen Platz bekommen. Doch häufig geben wir uns nicht die Zeit oder die Erlaubnis,
unseren Platz zu finden. Denn wir werden von außen immer wieder gedrückt, getrieben, zur Leistung, gezwungen fast schon, weil wir unsere Grenzen nicht setzen, zu sagen, nein, ich brauche meine Zeit, ich halte den Fokus bei mir und nicht das, was andere Leute sagen oder mir empfehlen, und fange dann an, wirklich dem Prozess die Zeit zu geben, zu reifen. Genauso wie das Samenkorn der Hoffnung reifen muss und wie alles andere seine Zeit hat und seine Zeit findet und seinen Entwicklungsprozess geht. Somit wir Entscheidungen treffen, die für unser Leben wirklich wichtig, gut sind und nachhaltig sind, langfristig, und nicht irgendetwas folgen, was uns zu Ungeduld bringt. Denn wie ich schon häufiger gesagt habe, die Ungeduld oder andersrum, die Geduld ist die Brücke zwischen dem Zustand, den du jetzt empfindest, vielleicht der Verzweiflung oder der Trauer oder dem, was auch immer du oder dir gerade wichtig ist oder dich gerade beschäftigt, ist der Zustand zwischen dem, was jetzt ist, und dem, wohin du möchtest und was du brauchst. Dazwischen sitzt die Geduld. Und wenn es jemanden gibt, der damit Schwierigkeiten hat oder der da auch seinen Reifeprozess so langsam, ja, Schritt für Schritt geht, dann bin ich das, weil ich bin ziemlich ungeduldig. Ich bin ziemlich sehr ambitioniert und ziemlich habe mich ziemlich oft unter Druck gesetzt durch Leistung, einem Leistungsanspruch oder einem Gedanken, ich müsste irgendwem was beweisen, sei es, dass ich mir etwas beweisen müsste, warum auch immer, statt den Selbstwert und den Wert zu erkennen, der bereits da ist, und dann aus der Freude heraus das Ganze zur Entwicklung und zur Kultivierung dessen zu bringen, statt mit Druck und Kampf und Verbissenheit mich zu einem gewissen Punkt zu bringen, zu prügeln, zu drücken oder wie auch immer. Ich hoffe, das sind ein paar Gedanken, die dir vielleicht helfen bei deiner Reise mit deinem Körper, in deinem Körper, zu deinem Körper, und dass sie dich begleiten, deine Probleme selbstwirksam mit Verstand, mit Ruhe, mit Gelassenheit irgendwo anzugehen, angehen zu können, zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, einen nächsten Schritt zu machen, dass es aber manchmal Zeit braucht. Und ja, dementsprechend lass mich gerne daran teilhaben, wenn du Gedanken zu diesem Thema hast, wenn das irgendetwas bei dir aufgeworfen hat, Gedanken angeregt hat. Und ich mache jetzt noch den Rest des Trainings. 12 Minuten, 13 Minuten, Satzpause ist ein bisschen viel. Also ich mache jetzt noch den Rest des Trainings, noch ein kurzes Bananchen, ja, hier Monkey Caps. Ich glaube, wir haben noch so 50 Stück oder 40. Wenn dich das interessiert, schau mal in die Bio, also unten in die Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer, keep moving, stay sexy, bis zum nächsten Video und hatte Tschüss. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can.